sie raus. Und so. Und so. Ja, du musst, dann Lisa, funktioniert das direkt besser. Ja, ich so, als ob du singen würdest. Red, the blood of angry men und so. Kichert sie wieder rum. So. Ah! Das war das Zeichen. Das war das Zeichen. Warum trifft es immer mich? Weil Eingang stehst. Na, ich okay, ich hab doch den Squishy. Den erklären wir das nächste Mal, wenn es dann versaut wird. Okay. Ach, zweite. Okay, dann kündigen wir jetzt die Showgruppe an. Wuhu! Da ist das. Ist das Para Para Connection, die hier anscheinend bekannt ist. Klar, die kommen nämlich auch aus Berlin. Die haben ja auch gesagt, sie sind immer sehr gerne auf der Animago, weil es sozusagen Heimspiel ist und sie in der Heimatstadt dann den Auftritt wie beim können. Wrestling, geil. Ja, ja, so ist das. Ja. Deswegen müsst ihr so richtig, also extra abgehen, also noch mehr abgehen, als ihr eh schon abgeht, weil das sind ja quasi von hier. Ja. Und es gibt die schon seit 2008. Was? Als, ja. Sind die bekloppt? Ja. So lange? So lange machen die das schon. Oh. Und die Premiere von ihrem Stück war auf der Animagic. Aha. Sie haben das schon viermal aufgeführt und jetzt sind sie eben mit ihrem Stück zu Final Fest. Final Fantasy Type Zero. Ja, ja, ich habe mir schon. Also ich kenne es nicht, aber man erkennt es. Und deswegen habe ich mir schon gedacht, ihr habt die richtigen Cosplay Kostüme. Erkennen, genau. Sozusagen. Ja. Es ist quasi eine eigene Interpretation und sie setzen das in einer Tanzshow um. Okay. Und das Besondere an dieser Show ist, dass das Publikum bestimmen kann, wie die Geschichte weitergeht. Oder wie nein! Sie, ja, doch, die können, das können sie machen. Nein! Wie das funktioniert, ja, kack, die erkennt. Wand an, also haben die mehrere Enden einstudiert? Ja, ich denke schon, weil ich meine. Oder sie können das Publikum gut manipulieren. Oh. Dass ihr da nur denkt, ihr hättet einen freien Willen. Dann würde ich mal überlegen, was ihr da dann wählt. Okay. Auf jeden Fall. Das erwartet euch und deswegen wünschen wir euch jetzt viel Spaß mit Para Para Connection. Headset 1. Und wie schon gesagt, unser Stück ist ein interaktives Stück. Das heißt, ihr könnt eins von drei Strängen wählen. Und das macht ihr mit eurem Licht von euren Smartphones oder Gameboys oder was auch immer ihr bei habt, was leuchtet. Nur bitte keine Feuerzeuge. Und immer wenn dieses Symbol aufleuchtet, dann habt ihr die Möglichkeit, euer Licht hochzuhalten. Und wir haben halt ein Tutorial für euch vorbereitet, damit ihr jetzt über zwei Sachen abstimmen könnt. Man muss sich warten, bis die Projektion weitergeht. ja, auf jeden Fall werden euch zwei Möglichkeiten gezeigt. Dann könnt ihr darüber nachdenken. Und dann, wenn die Projektion, genau, jedes Mal, wenn diese wunderschöne Frau erscheint, das ist Mutter, Dr. Arasia, stellt sie euch eine Frage und dann wisst ihr, aha, jetzt gibt es eine Entscheidung. Und ja, sie ist wunderschön. Nicht? Genau, und wie gesagt, wenn dieses Symbol erscheint, dann haltet eure Handys oder ähnliches hoch. Nebel. Ja, genau, also, unser Tutorial umfasst, wen ihr denn süßer findet. Und zwar das total knuffige Chocobo, was sogar lesen kann. Mhm. Oder Mogi oder Mugel. Keiner Kraftausdrücke im Publikum, bitte. Und wenn ihr Chocobo süßer findet, haltet jetzt euer Licht hoch. Beeindruckend. Nicht schlecht, nicht schlecht.
Und bei Mugel jetzt? Ich glaube, obwohl es schwierig ist, haben wir einen klaren Favoriten. Nicht traurig sein. Und Chocobo hat gewonnen. Und das war unser Tutorial und ich hoffe, ihr habt verstanden, wie das Ganze funktioniert. Und jetzt viel Spaß bei unserem vierten Auftritt. Wir hatten nicht viel, wir sind jetzt unser vierter Auftritt. Und ja, viel Spaß. Zu Beginn der Ewigkeit entflammten vier Lichter der Hoffnung. Die Menschen sammelten sich um sie und erbauten die vier Peristylia. Die Peristylia bestimmten fortan ihren Glauben, ihre Gesellschaft und den Pfad ihres Schicksals. Der Feuervogel, lohnende Schwingen, die das Herz zu hören bewegen. Die weißen Tiger, stählerne Pranken, die nach Wissen greifen. Der Himmelsdrache, ungetrübe Augen, die alles unter den Wolken erfassen. Die schwarzen Panzer, ein unerschütterlicher Schild vor einer starken Klinge. Doch wenn 9 und 9 auf 9 treffen, kommt der Niedergang über sie alle. Denn ohne Agito bleibt ihre Welt, Oriens, auf ewig gefangen in der Spirale des Schicksals. Wirst du die Geschichte neu schreiben? Wähle dein eigenes Schicksal, triff deine Entscheidungen behutsam und erlange deine letzte Erinnerung. Final Fantasy Type Zero, Ultima Memoria.
also alle unsere gefallenen Mitglieder, die im letzten Krieg gefallen sind? Also ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ich empfinde rein gar nichts. Vielleicht, weil wir uns nicht erinnern können? Wir sollten dankbar dafür sein, dass der Kristall uns die Erinnerung an die Verstorbenen nimmt. Wenn ich nur daran denke, dass ich manche dieser Menschen hier gekannt habe, da wird mir ganz anders zumute. Das kann ich verstehen, yo. Wir wären wahrscheinlich nicht einmal in der Lage, uns auf unsere Mission zu konzentrieren. Aber dank des Kristalls können wir in eine glorreiche Zukunft schauen. Aber macht euch das nicht auch ein bisschen Angst? Angst? Wieso? Naja, stellt euch vor, ich würde jetzt sterben. Kein einziger von euch könnte sich an mich erinnern. Das stimmt schon. Ein sehr trauriger Gedanke. Es ist nun mal Krieg. Jeder von uns weiß, wie es enden kann. Ich finde es so immer noch besser, als wenn die Schatten der Vergangenheit uns zurückhalten würden. So können wir uns auf das konzentrieren, was vor uns liegt. Schließlich sind wir Kadetten. Immerhin haben wir diesen Weg selbst gewählt. Und warum stehen wir eigentlich hier so rum, yo? Mutter hatte sicher einen guten Grund, warum sie uns hierher geschickt hat. Und welchen? Was soll uns das bringen? Zweifelst du etwa an Mutters Entscheidung? Nein! Nun gut. Es gibt eine neue Mission für uns. Wir besprechen gleich alles im Klassenzimmer. Geht doch schon mal vor. Ich komme sofort nach. Ob wir auch eines Tages hier liegen werden? Keiner weiß, was die Zukunft bringt. Ich sorge lieber dafür, dass dieser Fall nicht so schnell eintritt. Bereit machen zum Angriff. Möge der Kristall euch leihen. Und wisst ihr, als dann zwischen den zwei Soldaten statt, was da passiert ist? Hey, Jack. Trey? Hast du schon mal was von Etikette gehört? Etikette? Etikette, so nennt man dieses Schild an deiner Kleidung, wo der Preis draufsteht. Aber was das mit Essen zu tun hat, das weiß ich ausnahmsweise mal auch nicht. Trey, was hat das jetzt mit Essen zu tun? Ich glaube, an dieser Stelle beenden wir die Sache lieber. Gibt es überhaupt etwas, das du wirklich weißt? Was soll das heißen? Ich weiß viel. Ach ja, wir heißen die vier Länder von Orient. Das ist einfach! Rubrum, natürlich. Dann Lollitum und Militing. Deine mathematischen Fähigkeiten stellen solche geografischen Kenntnisse in den Schatten. Manchmal frage ich mich wirklich, warum du eigentlich hier bist. Warum sind wir alle hier? Was ist der Sinn unseres Lebens? Habt ihr schon mal darüber nachgedacht? Trey, bitte nicht jetzt schwafeln. Trey? Queen! Du bist Klassenbeste. Du hast garantiert irgendeinen Auftrag für uns vorbereitet. Das geht nicht. Also, Ace hat die Unterlagen. Haha, Queen weiß auch gar nichts. Was ich eigentlich damit sagen will, wir müssen auf Ace warten. Trey, bitte nicht schwafeln. Trey, guck mal, da ist Ace. Ace? Das ist doch bestimmt irgendein Auftrag für uns. Wir müssen noch einen kleinen Moment warten. Dann kann ich meinen Gedanken ja doch noch etwas weiter ausführen. Nein. Also, wo war ich stehen geblieben? Trey, bitte nicht. Ach ja. Nicht. Trey, bitte, Ace. Oh, schau mal. Wer auch immer ihr seid, der muss aufhören zu reden. Nun können wir beginnen. Diese zwei Kadetten sind mit sofortiger Wirkung Mitglied bei Class Zero. Hallo, ich bin Makina Kunagiri. Mein Name ist Remto Gimir. Es freut mich, euch kennenzulernen. Sollen die uns beaufsichtigen?
Mutter hat sie persönlich auserwählt. Sie sollen bereits bei der nächsten Mission mit uns zusammen eingesetzt werden. Hallo, mein Name ist Jack. Willkommen in Class Zero. Danke. Wow, Class Zero. Ich kann es nicht glauben. Man hat schon so viel von euch erzählt, wie stark ihr seid in euren Missionen. Aber eigentlich dachten wir, dass das alles nur frei erfunden wäre. Ja, unser Ruf eilt uns halt voraus. Wenn ich euch nur die Geschichte erzähle. Nun zu der Mission. Erzähl ich euch später weiter. Wie ihr alle wisst, wurde Lorica von einer sogenannten Ultima-Bombe fast gänzlich ausgelöscht. Dies ist eine Massenvernichtungswaffe unvorstellbaren Ausmaßes. Sie besitzt einen enormen Detonationsradius und eine gewaltige Hitzeausstrahlung. Überlebende des Anschlags suchen hier in Rubrumschutz. Aber auch wir, hier in Akademia, werden von feindlichen Soldaten angegriffen. Unsere Mission wird es sein, Akademia freizukämpfen. Berichten zufolge ist die stärkste Waffe Militis, ihre Lucie, verschollen. Deswegen sind wir der militischen Armee überlegen und sollten sie ohne Probleme aus Akademia vertreiben können. Dann wollen wir mal zeigen, was Class Zero so drauf hat. Alle weiteren Infos erhalten über das Intercom. Möge der Kristall uns leiten. Lasst uns diesen Militis-Soldaten so richtig in den Arsch treten. Und? Wie viele diesmal? 103. Ach, ihr beide macht doch auf der Hälfte wieder schlapp. Sagte die mit einer Pistole. Sagt der mit dem Zahnstocher. So we have it.
Darf ich eine Bitte äußern? Ich möchte nicht, dass jemand in Class Zero erfährt, dass ich krank bin. Kann das unter uns bleiben? Das ist kein Problem. Alle persönlichen Informationen der Kadetten werden streng vertraulich behandelt. Von mir wird niemand etwas erfahren. Ich weiß, dass meine Krankheit unheilbar ist. Doch ich will nicht nur rumsitzen und warten, bis es mir zu Ende geht. Hallo, King. Bist du als nächstes dran für die Untersuchung? Ja. Es hat ziemlich lange gedauert. Ist alles okay bei dir? Ja. Nun ja, als neuer Kadett der Klasse O dauert es etwas länger. Viel Papierkram, weißt du? Verstehe. Hast du dich denn gut in Class Zero eingelebt? Ja. Ihr seid alle so freundlich zu mir. Ich bin immer noch dankbar, dass ich diese Chance erhalten habe. Schön zu hören. Dann sehen wir uns später. Ich glaube, das hier gehört dir. Eine ziemlich hohe Dosis für ein Medikament. Wofür genau ist das? Das sind nur Tabletten. Gegen meine Schlaflosigkeit. Sie helfen mir, mich nachts zu entspannen. Dann hoffe ich, dass es dir bald wieder besser geht. Bis dann. Rem und du, ihr seid eine ziemlich gute Ergänzung für Class Zero. Aber das sieht man ja auch an den erfolgreichen Missionsberichten. Ihr seid aber auch nicht ohne. Ich bin sicher, wir können von euch noch eine Menge lernen. Doch glaub ja nicht, dass ich einfach nur daneben stehe und nichts tue. Na, das will ich doch hoffen. Hallo Ace. Hallo Machina. Ich bin fertig. Und wie lief es? Alles super. Sehr gut. Ich wollte in die Bibliothek gehen und nach einem Buch suchen, welches Isana geliebt haben soll. Möchtest du mich begleiten? Gerne. Möchtest du mitkommen, Ace? Ich muss noch diese Todesakten ins Archiv bringen. Das kann eine ganze Weile dauern. Geht doch ohne mich. Okay. Bis dann. Bis dann. Ich werde das Gefühl nicht los, ihn von irgendwoher zu kennen. Machina. Kunagiri. Und Isana. Ich werde die Gelegenheit nutzen und im Archiv nachsehen. Vielleicht finde ich dort einige Informationen. Die nächsten Missionen müssen besser geplant werden. Wir können es uns nicht erlauben, noch mehr Class Zero-Kadetten zu verlieren. Dem stimme ich voll und ganz zu. Es war nicht bekannt, dass Militis eine Ultima-Bombe besitzt. Um so eine Überraschung nicht noch einmal zu erleben, werden wir unsere Informationen direkt von der Quelle beziehen. Militis Hauptquartier. Genau. Militis ist momentan damit beschäftigt, ihre in Rubrum eroberten Gebiete zu halten. Ihre Streitkräfte werden immer weiter zurückgedrängt. Rupum konnte bereits große Teile ihres Territoriums zurückerobern. Wir müssen alle Streitkräfte an den Landesgrenzen mobilisieren, um Rupums Defensive zu durchbrechen. Die Unterstützung durch Concordia ist geringfügig. Sie halten sich weitestgehend im Hintergrund. Jedoch hat sich die Königin von Concordia bereits mit Rubrum in Verbindung gesetzt. Das könnte problematisch für uns werden. Wie lauten ihre Befehle? Die Sicherheitscodes. An allen Türen werden stündlich geändert, die Anzahl der Wachen verdoppelt. Aber das sollte natürlich kein Problem für Class Zero sein. Wir teilen euch in drei Gruppen auf. Gruppe 1 sucht die Baupläne der Ultima-Bombe. Nur so sind wir in der Lage, eine weitere Bombe zu entschärfen und weitere Leben zu schützen. Die zweite Gruppe sammelt Informationen über die Vorgehensweise von Militis.
und Gruppe 3 soll nach Möglichkeit weitere Ultima-Bomben finden. Die Lagepläne des Hauptquartiers haben wir vorliegen. Ich werde für jede einzelne Gruppe eine genaue Route planen. Die Haupteingänge werden durch Spezialeinheiten überwacht. Das war's fürs Erste. Jawohl. Marschall Sid. General Carter. Alles wurde planmäßig in die Wege geleitet. Sehr gut. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Concordia ist unser nächstes Ziel. Derzeit halten Sie sich vom Kriegsgeschehen fern. Wir haben Lorica bereits aus dem Weg geräumt. Aber das war nur ein kleiner Schritt. Auf dem Weg zu einem höheren Ziel. Um voranzukommen, müssen wir sicherstellen, dass uns niemand Hindernisse in den Weg legen kann. Welche Pläne haben Sie für Concordia? Als Erstes sollen Sie denken, dass von uns keinerlei Gefahr ausgeht. Die Verhandlungen über einen Waffenstillstand laufen bereits. Sobald dieser unterzeichnet ist, werden wir Truppen in Concordia stationieren. Zu dessen Schutz. In Wahrheit werden es Spezialeinheiten sein, die für uns Informationen sammeln. Damit können wir unser weiteres Vorgehen besser planen. Was, wenn sich Class Zero einmischt? Darum wird sich committen. Diese Lassie! Diese Lassie ist unsere Geheimwaffe. Man kann ihr nicht trauen. Sie untersteht dem Willen des Kristalls. Wenn ich unter meiner Kontrolle stehe und somit auch die Lassie, kümmere dich einfach um Concordia und überlass Kunmi alles Weitere. Ich melde mich, sobald der Waffenstillstand ausgehandelt worden ist. Jawohl. Damit weißt du nun auch Bescheid. Und ich hoffe nicht, wieder wegen solcher Banalitäten hierher zitiert zu werden. Marsha Sid mag sie zwar kontrollieren, aber ich vertraue dieser Lassie nicht. Schließlich wurde sie vom Kristall auserwählt und muss ihrer Bestimmung folgen. Ihre Menschlichkeit ist lange verloren und die Bewohner Militis sind ihr egal. Ich kann nur hoffen, dass Marsha Sid recht behält und sie ihre enormen Kräfte nur zum Wohle Militis einsetzt. Team Alpha ist in Position. Ziel ist in Sichtweite. Bewachung geringer als erwartet. Das sollte natürlich kein Problem für euch sein. Mission fortsetzen. Passt auf, Soldaten! Werte Damen und Herren, euch erwartet die Show eures Lebens. Wow. Ja, mit dem redest du denn? Dann, pass auf! Renn nicht! Class Zero ist auch nur so gut wie ihr schwächstes Glied. Scheinbar habe ich genau das gefunden. Lass sie los, oder? Oder was? Makina, beruhige dich. Wir müssen jetzt mit Bedacht handeln und dürfen unsere Mission nicht vergessen. Ha, wie ich sehe, habt ihr die Bombe gefunden. Wir haben die Baupläne. Dann können wir wie geplant weiter vorgehen. Stellt euch das nicht so einfach vor. Erst müsst ihr an mir und eurer kleinen Freundin vorbei. Das Leben einer ganzen Nation steht auf dem Spiel. Da können und werden wir schrittlich auf ein Leben nehmen. Hörst du eigentlich, was du da sagst? Es geht hier um Rem und nicht um irgendwen. Das genügt, Makina. Wir haben gerade ganz andere Sorgen. Ich kann es nicht glauben. Ist es euch völlig egal, was mit Rem passiert? Ey, yo, beruhige dich. Wie verwöhnt bist du eigentlich? Wenn du einen Helden spielen willst, bitte. Aber nicht, wenn so viel Leben davon abhängt. Was weißt du schon? Makina, hör bitte. Rem. Ich weiß nicht, was deren Problem ist, Rem. Aber ich werde dich nicht opfern. Ach, wie süß. Bla, bla, bla. Aber nun ist es eh zu spät für euch. Eine Lassie. Du meinst so ein überstarker Mensch, der später zum Kristall wird? Genau so einer. Sie ziehen ihre Kraft aus jenem Kristall. Und wenn sie ihre Mission erfüllt haben, dann werden sie selbst zu einem. Aber diese Lassie kennt ihre Bestimmung nicht. Wer weiß also, wie lange sie in diesem Zustand ist. Menschlich ist sie schon lange nicht mehr. Kein Mensch also? Dann kann ich dich hier platt machen. Während ihr hier euer Puppentheater für eine Trappe aufführt, ist die richtige Bombe bereits auf dem Weg nach Concordia. Kunmi, was soll das bedeuten? Oh, ist das denn so schwer zu verstehen?
diese Bombe. Ist nicht echt. Die richtige Bombe ist bereits auf dem Weg nach Concordia und in wenigen Minuten wird nur noch Staub von eurem geliebten Land übrig sein. Und dann steht lediglich Ruhm ein Hindernis für Miletus da. Wir mussten nur ein paar falsche Informationen verstreuen und schon kann Clasiro angelaufen. Wir müssen etwas unternehmen. Concordia waren. Wichtige Mitteilung. Eine Ultima-Bombe ist auf dem Weg nach Concordia. Nachricht fertig. Wiederholen. Die Verbindung ist gestört. Eine Ultima-Bombe ist auf dem Weg nach... Ziehen wir uns zurück. Ah, ich habe vergessen zu erwähnen. Wir haben natürlich alles mit unseren Sicherheitskameras hier aufgenommen. Und wir werden sicher gehen, dass ganz Orions denkt, dass ihr dafür verantwortlich seid. Und nun dürft ihr euch zurückziehen. Was? Ich habe hier das Kommando. Ja, sicher. Warum wurde ich nicht eingeweiht? Du kotzt mich echt an. Woher soll ich das wissen? Vielleicht bist du ja so ein schlechter Schauspieler und Marshall Sid wollte nicht riskieren, dass es auffliegt. Kato, das wird noch ein Nachspiel haben. Bye, bye. Ich habe jetzt Wichtigeres zu tun. Irgendwie gefällt mir nicht, was hier vor sich geht. Aber wenn die Befehle von Marshall Sid kamen, geschah es definitiv zum Wohle Melites. Und das ist alles, was zählt. Verräter. Wir wurden verraten. Class Zero? Class Zero? Das gibt es doch nicht. Verräter. Sie haben uns Class verraten. Zero? Class Zero? Das gibt es doch nicht. Class Zero? Wir wurden verraten. Diese Class Zero? Wir haben uns verraten. Verräter. Class Zero? Wir haben uns verraten. Class Zero? Wir haben uns verraten. Sie hätten Rem einfach geopfert. Natürlich kann man einen nämlich über das alle anderen stellen. Aber sie ohne zu zögern einfach aufzugeben! Dann macht so etwas. Es hätte sicher noch einen anderen Weg gegeben. No matter how many times that you told me you wanted to leave, no matter how many breaths that you took, you still couldn't breathe. No matter how many nights that you lie wide awake to the sound of the pouring rain, where did you go? Where did you go? Where did you go? We'll be right back.
Langsam verstehe ich, was es bedeutet, im Krieg zu sein. Aber ein Menschenleben ist deshalb nicht weniger wert. Ständig muss man Entscheidungen treffen. Es kann doch nicht immer die richtige sein. Gibt es überhaupt so etwas wie eine richtige Entscheidung? Wie es scheint, sollte man ihm diese Entscheidung abnehmen. Egal, wie banal sie erscheinen mag. Man kann nie wirklich abschätzen, welche Auswirkungen sie haben könnte. Es eröffnen sich zwei Wege. Soll Makina zum Haupteingang gehen, um mit jemandem zu sprechen? Oder soll er in Richtung Hinterhof gehen, um in Ruhe nachzudenken? Entscheide dich für den Haupteingang. Oder doch für den Hinterhof? Ihr habt weise gewählt. Ich muss in Ruhe über alles nachdenken und meinen Kopf wieder freikriegen. Für manche Menschen würde man einfach alles tun. Nicht wahr, Isana? Du als mein großer Bruder hättest sicher alles getan, um mich zu beschützen. Ich hatte gehofft, durch Lassio stärker zu werden, um endlich auf eigenen Beinen zu stehen. Warum bin ich denn immer noch so schwach? Hey, so schwach kannst du doch gar nicht sein, wenn du ein Lassio bist. Was? Wer bist du? Was? Du weißt nicht, wer ich bin? Das kränkt mich jetzt aber. Jedenfalls, ich bin Naki Minasuchi, Schüler der Klasse 9 und Vorbild aller Kadetten hier in Akademia. Ich bin Makina Kunagiri. Doch wärst du jetzt so freundlich, dann würdest du mich in Ruhe lassen. Kunagiri, sagst du? Ja. Wieso? Weil der Name auch hier auf dem Grabstein steht. Das weiß ich. Es ist das Grab meines Bruders. Isana Kunagiri. Aha. Das erklärt's. Aber irgendwo habe ich den Namen schon mal gehört. Entschuldigung. Schon gut. Dann gehe ich mal lieber und rede mit jemandem, der meine Aufmerksamkeit zu schätzen weiß. Oh. Hm? War er nicht zufällig während der militärischen Invasion hier stationiert? Ja, aber ich weiß nicht wieso. Er sollte eigentlich woanders sein. Naja, ich habe da etwas gehört. Du weißt etwas? Sag es mir! Es heißt, Klassiro hat ihn hierher beordert.
will nicht sterben. Und dann haben sie ihn einfach so zurückgelassen. Aber das ist alles nur ein Gerücht. Classio! Natürlich. So Gefühlskalt, wie sie dort alle sind. Es passt alles zusammen. Aber du bist da auch ein Classio. Du könntest da einfach nachfragen, was wirklich passiert ist. Als ob ich das tun würde. Diese Verräter haben mein Vertrauen missbraucht. Ich brauche sie nicht. Oh, da hinten, da steigt Rauch auf. Vielleicht ist etwas passiert. Was kümmert es mich? Was? Wir werden angegriffen? Es könnte jemand verletzt sein und unsere Hilfe gebrauchen. Okay. Jedenfalls... Nein, ich bleibe nicht länger hier draußen. Rem. Was bilde ich mir ein? So kann ich niemandem helfen. Ich muss stärker werden. Und zwar allein. Ich suche neue Beschützer. Bist du es, den ich suche? Möchtest du Lucy werden? Die Entscheidung liegt bei dir. Die Explosion hat ziemlichen Schaden angerichtet. Queen? Queen! Hier liegen noch weitere Kadetten. Was interessieren die mich? Queen, ist alles in Ordnung? Die Explosion. Sie hat uns überrascht. Schnell! Wir müssen sie auf die Krankenstation bringen. Nein. Dafür ist es zu spät. Sag doch sowas nicht. Du wirst nicht sterben. Es tut so weh. Können wir da nichts mehr für sie tun? Rem, bitte! Bitte! Vergiss mich nicht! Natürlich nicht. Für wen hältst du uns denn? Was? Wer ist dieses Mädchen? Sie ist aus unserer Klasse. Wie der andere hier auch. Er trägt den gleichen Umhang. Wir sollten nachschauen, ob noch weitere Verletzte sind. Vorsicht! Wie ich sehe, konnten wir einige von euch bereits im Voraus erledigen. Den Rest schaffen wir auch noch. Gegen uns habt ihr doch keine Chance. Nachsterben.
dem Weg. Als ob wir dich einfach kampflos durchmarschieren lassen. Die Hellste scheint sie nicht zu sein. Ich erinnere dich daran, dass das Ende der Welt eingeläutet wird, wenn Militis auch noch Kontrolle über diesen Kristall erlangt. Class Zero, bereit zum Angriff. Auf die harte Tour. Aber nun gehört der Kristall endlich mir. Ihr habt vielleicht diese Schlacht gewonnen, aber wir gewinnen den Krieg. Machina. Du bist nun ein Lucy. Danke. Ohne deine Hilfe. Ren, was ist mit dir? Bist du verletzt? Ey, yo. Was? King wollte nur helfen. Ich lasse nicht zu, dass hier noch irgendetwas passiert, Rem. Ich werde dich beschützen. Und egal gegen wen oder was, ich werde nicht verlieren. Nein, schon gut. Ich kann alleine aufstehen. Ich bin nicht Kadett geworden, um mich beschützen zu lassen. Verstehst du das nicht, Machina? Doch. Ich verstehe besser, als du dir vorstellen kannst. Nur scheinst du nicht zu verstehen, was du mir bedeutest. Machina, dann verstehst du auch, dass ich das hier für mich alleine klären muss. Militärsoldaten sind noch überall. Ihr müsst den anderen helfen gehen. Ich lasse dich jetzt hier nicht allein zurück. Hast du mir überhaupt zugehört? Ich brauche deine Hilfe nicht. Bitte geh! Ich will nicht länger so schwach sein. Niemand sollte mich beschützen müssen. Ich sollte es sein, die andere beschützt. Ich suche neue Beschützer. Bist du es, die ich suche? Möchtest du Lucy werden? Die Entscheidung liegt bei dir. Alle vier Kristalle sind im Besitz eines einzelnen Reiches. Der Himmel färbt sich rot. Das Ende der Welt wurde verkündet. Tempus finis. Nun müssen sich die Auserwählten dem Richter stellen, ob sie würdig sind, die Welt zu erlösen. Meine Kinder, werdet ihr es diesmal schaffen?
Oder werden die Rosos die Welt vernichten, wie schon viele Male zuvor? Sind die wirklich so stark? Ja, sie greifen unsere Lebensenergie direkt an. Und dagegen gibt es keine Heilung. Ha, lass mich mal. Ach, kommt schon, Leute. Die kann uns doch von dem nicht unterkriegen lassen. Wir müssen noch zu dem Richter kommen. Wenn wir gemeinsam angreifen, hat das Ding keine Chance gegen uns. Gute Idee. Also los. Yo! Danke! Glaub nicht, dass ich das für euch getan habe! Was soll das heißen? Wir hätten den auch alleine geschafft. Also spiele ich hier nicht so auf. Da ist noch einer. Leute, ich glaube, Makina kommt ganz gut alleine klar. Wir müssen weiterziehen. Als Lissi ist er stark genug. Wir sollten unsere Kräfte für den Richter sparen. Für den falschen Kristall. Ansichtssache! Meine Ansicht nach steht sie nur weg. Hatte ich auch erwählt. Ja, ich bin nun nicht mehr durch meine Krankheit eingeschränkt und kann das beschützen, was mir im Herzen liegt. Dabei wollte ich dich doch immer beschützen. Scheint so, als wäre wieder alles beim Alten. Nicht ganz. Nun sind wir beide stark genug und uns stellt sich nicht mehr in den Weg. Oh, doch. Ich... Ich bereue nichts.
Makina! Dafür wirst du mir büßen. Hear the crack, bones start to break. Lost in ash with a dull burning ache. I'm smoking my eyes, look to the sky. Moon goes red, and clouds take the night. I heard it said, the fears have to fight. See you goodbyes, learn how to lie. Cause nothing's gonna save me now. Warum der Kristall mich auserwählt hat. Es war mir vorher bestimmt, dich zu töten. So konnte ich das beschützen, was mir im Herzen liegt. Und wir werden nicht vergessen. Ich werde über euch richten. Dies wird der Untergang aller, die es nicht wert sind. Orion zählt auf uns. Aufgeben gibt's nicht! Euer bedeutungsloses Leben hat nun ein Ende. Wir kämpfen für alle, die vergessen wurden. Verlieren ist daher keine Option. Das schaffen wir, yo! Dieser Koloss wird uns nicht besiegen! Ich werde nicht verlieren. Das ist inakzeptabel. Wir werden jetzt garantiert nicht mehr zurückgehen. Wir sind so weit gekommen. Wir besiegen dich! Euer Ende naht. Eure Vernichtung steht kurz bevor. Ihr seid unwürdig. Mega-Ua.
Was? Das kann nicht sein. Was geschieht hier? Ich spüre ihn nicht mehr. Oh Mann. Cressiu wurde besiegt. Ich suche neue Beschützer. Seid ihr es, die ich suche? Der Richter wurde besiegt. Die finale Prüfung bestanden. So viele haben ihr Leben lassen müssen. Nach all den Herausforderungen, all den unzähligen neuen Versuchen, wird es nun für euch weitergehen. Dies soll nun eure Welt sein. Ihr bestimmt, was daraus werden wird. Die Kristalle sind nicht mehr. Deshalb könnt ihr fortan ein Leben ohne ihren Einfluss leben. Die Kadetten der Class Zero haben ihren Weg selbst gewählt. Ihr Opfer hat eure Kristallisierung aufgehoben und euch beiden einen Neuanfang ermöglicht. Wacht auf! Bitte! Sagt, ihr sollt aufwachen! Es tut mir so leid. Ich erinnere mich an jeden einzelnen von ihnen. An Jack. Und King. Und an Kater. Und nein. Und an Ace. Auch an Queen. Und Trey. Isana. Selbst die Erinnerungen an meinen Bruder sind wieder da. Als wären sie schon immer ein Teil von mir gewesen. Es fühlt sich merkwürdig an. Ich bin zutiefst traurig, dass sie nicht mehr da sind. Und doch sind da all die schönen Momente jetzt, an die ich mich erinnern kann. Aber sie hätten es auch verdient, in dieser Welt zu leben. Wir müssen etwas für sie tun. Ich verstehe. Machina, sie haben sich dafür entschieden. Sie haben uns diesen Weg eröffnet. Wir sollen diese Welt wieder aufbauen. Also lass uns diese Welt zu einem friedlichen Ort machen. Für sie. Für uns beide. Für alle Menschen. Gemeinsam. Gemeinsam. Wie jeder Krieg hat auch dieser keinen Sieger. Es ist eine neue Chance für alle, die es bis hierher geschafft haben. Meine Kinder, ihr braucht mich nicht mehr. Passt auf euch auf und vergesst nicht, was ihr erlebt habt. Denkt immer an die Opfer, die gebracht wurden, um das alles zu erreichen. Wer im Gedächtnis seiner Lieben lebt, ist nicht tot. Er ist noch fern. Tot ist nur, wer vergessen wird. Thank you.
この足音消えた代わりに祈りの歌をそこで炎になるのだろう続くものの灯火に瞳の色は夜の色透明な空と同じ黒確かさに置いていかれて探して見つめすぎたから配られた地図がとても正しくどこかへ体を運んでいく早すぎる世界ではぐれないように聞かせてただ一つのその名前を終わりまであなたと言いたいそれ以外確かな思いがないここでしか息ができない引き換えても守り抜かなきゃかかる日の麓に行こういつかきっと他に誰もいない場所へ心に翼をあげてどこへでも逃げろと言った心は涙を拭いてどこにも逃げないでと言った命まで届く正義の雨飛べない自由だ離さないでどこまでも連れて行くよ怖かったら叫んでほしいすぐ隣にいるんだと知らせてほしい震えた体で抱き合って一人じゃないんだと教えてほしい約束はしないままでいたいよその瞬間に最後が訪れるようでここだよって教わった名前何度でも呼ぶよ最後が来ないように怖かったら叫んでほしい
Hallo? Ja. Also ihr kriegt eure Zugabe, hoffentlich. Aber vorher wollen wir euch einen Teaser zeigen zu unserem neuen Stück nächstes Jahr. Und ja. Und ab. Film ab. Ja, wir sind Para Para und das war unser Stück Final Fantasy Type Zero Ultima Memoria hier auf der Animaco 2016. So, als erstes natürlich danke an die Animaco, dass wir hier auftreten durften. Danke an die Helfer hinter der Bühne, die uns die Mikros gegeben haben und uns die Vorhänge aufgehalten haben, wirklich super. Danke an die Technik. Ohne euch würden wir hier im Dunkeln stehen. Und natürlich ein großes Dankeschön an euch, dass ihr gekommen seid. Ihr könnt euch, also wir würden uns freuen, wenn ihr uns Feedback geben würdet, entweder auf Facebook oder auf Twitter, auf unserer Homepage oder auch unter unserer E-Mail-Adresse.
Wenn ihr auch Lust habt, uns das Feedback sofort zu geben, in 15 bis 30 Minuten werden wir draußen stehen und ja, ein bisschen rumschillen. Ja. Und wir würden uns freuen, weil wir haben auch ein Gästebuch dabei, da könnt ihr euch eintragen. Was? Am Haupteingang, ja, vor dem Make-Café. Ja, und natürlich suchen wir auch nächstes Jahr Verstärkung für unser Team, entweder in der Technik oder auf der Bühne oder hinter der Bühne als Helfer. Also wenn ihr Lust habt und aus Berlin kommt. Wir sind doch ganz lieb und beißen nicht. Ja, und Conan, hallo Conan. Ach, und ihr müsst 16 sein, ne? Mindestens. Ja, das war's von uns. Genießt die Con noch und danke, dass ihr gekommen seid. Parabara Connection! Vielen Dank für euren Auftritt. Nochmal einen Riesenapplaus! Sauber! So muss es sein. Schön. So, wie ihr seht, hier wird mal schön wieder zugemacht, damit